schon Spiele, wo ich richtig Spaß gehabt habe, aber insgesamt als Mannschaft haben wir richtig gut gespielt. Ich glaube, wir haben es gesehen und gefühlt auf dem Platz. Jeder hat Bock gehabt. Wir haben super, richtig gutes Fußball gespielt, hat einfach Spaß gemacht und wir haben unsere Qualität dann auch im Spiel gesehen. Erklär mal das 1 zu 0 uns auch nochmal. Also ich glaube, Mats Bockereit hat es ausgeheckt, die Taktik. Und Ja, wie habt am ihr es Tag vor dem zusammengesetzt? Spiel haben wir gesagt, da hat er gesagt, dass wir das beim Kickoff versuchen sollen. Und dann ist es zu Flo gelandet. Und mit seiner Qualität, er kann die, wenn er so viel Platz hat, kann er die Bälle reintun. Und für dich mit der Rückennummer 10, ja, das ist heute das erste Mal aufzuwarten. Ja, richtig cool. Es war 100% ein spezieller Moment für mich. Ich habe mein Trikot behalten, das Was kann ich passiert der damit? Mama und Papa geben. Und ja, ich bin richtig stolz drauf, die 10 zu tragen. Ich will, so wie ich die Spiele reingehe, ist gleich, als wenn ich jetzt die Nummer 14 hätte. Aber das nimmt noch eine größere Verantwortung und ich habe das auch ein bisschen gespürt im Spiel und hat aber trotzdem Spaß gehabt. Was bedeutet es, ja, Toni Kroos hinter einem zu haben im Mittelfeld? Ja, ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, den ganzen Lob zu geben, was ich ihm geben kann, aber macht das Spiel für uns ganz, ganz einfach. Es macht echt Spaß, mit ihm zu spielen, kann gut zocken und das war jetzt das erste Spiel, wo ich mit ihm gespielt habe und man sieht die Qualitäten, was er schon auf so viele Jahre schon spielt und ja, wir sind glücklich, dass er in unserem Team ist. Jamal, gerade Sie und Flo sind auch ein bisschen Hoffnungsträger für das Land und können einfach richtig Spaß machen. Wie gut passt ihr vielleicht schon zusammen? Ja, ich und Flo haben eine gute Verhaltung, weg vom Platz, auf dem Platz. Wir reden auch immer und gucken, was wir besser machen können, wie wir beide uns ins Spiel reinbringen können. Wenn ich jetzt ein Dribbling mache, wo er steht, wenn er ein Dribbling macht, wie den Pass für den Tor für Kai, dass ich dann tief laufe. Wir sind immer in Unterhaltung und mit mehreren Spielen, das wir zusammen machen, wird das Connection noch besser werden. Und mit der Mannschaft, das wir haben und die Qualität, dass jeder gezeigt hat heute, macht das Spiel für uns beide auch viel leichter. Was jetzt verändert durch die Tatsache, dass Ilkay jetzt eine Stufe weiter vorne ist, also näher an euch dran ist? Ja, mit Ilkay kann man auch zocken. Der Kapitän hat ein bisschen mehr Erfahrung als ich und Flo. Und mit denen können wir auch ganz gut zocken. Der bleibt mehr in die Mitte, ich und Flo rechts und links. Aber wir sind alle Spiele, wo auch rechts, Mitte, links spielen kann. Und es hat sich echt gut gefühlt, wie wir uns rotiert haben, auch manchmal. Taktik, die ihr heute gespielt habt, war ein bisschen eine neue, oder? Also ohne Flügelstürmer eigentlich, sondern sehr viel im Zentrum wurde kombiniert und eine andere Ausrichtung als in den letzten Spielen unter Nagelsmann oder überhaupt bei der Nationalmannschaft. Ja, wir haben so mäßig wie drei Zehner gespielt, aber ich kann immer auch rauskippen, auch in Flügelspieler. Es kommt darauf an, was das Spiel braucht. So. Gucken auch, was die Gegner machen, wo die Räume sind und bewegen uns. Aber wir alle haben viel Qualitäten im Mittelfeld und wir versuchen, dass wir gute Anspielmöglichkeiten haben in die Mitte, dass wir ein, zwei Spiele können, aufdrehen können und einfach den Ball haben wollen.